Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Ja, im Traumlog wieder mit dabei und in der letzten Folge haben wir mit Blackbeard Bartholomeus Bär besiegen können und jetzt haben wir ihn als spielbaren Charakter, leider nicht mit viel Spezialangriffleiste, da ich leider viel zu wenig Fischmenschen Münzen besitze. Das ist so mein Problem. Deshalb werde ich hier auch nur die normale Attacke zeigen können, aber naja, ist zu verkraften, denke ich mal. Vielleicht werde ich irgendwann, wenn ich hier dann noch Shanks freigeschaltet habe und mit ihm noch eine Mission gemacht habe, dann in einem späteren Zeitraum, wenn ich so bei jedem mindestens zwei Leisten voll kriegen kann, dass ich da nochmal alle Spezialangriffe zeige. Ja, und bis dahin bedanke ich. Warum sage ich, ich wollte mich jetzt schon wieder verabschieden? Ich bin echt schlau. Ja, okay, dann nicht mehr viel um den heißen Brei reden, sondern machen wir den Kampf der Bärtigen, und zwar entweder auf Whitebeards oder Blackbeards Armee. Ich glaube, ich brauche von Whitebeard nochmal ein paar Münzen für manche Charaktere, deswegen kämpfe ich mal mit Blackbeard. Wirklich Kampf der Bärtigen. Sowas Dummes einfach. Ja. Und ich muss, glaube ich, noch. Warte mal, was ist denn das für eine Mission? Nein. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist Stufe 30, oder? Darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Unsere Gesundheit und Spitzangriff ist natürlich nicht gerade sehr geil. Fähigkeit auswählen. Mundraub, was war das? Schwache Gegenstände. Das können wir bei ihm vielleicht gebrauchen. Keine Ahnung. Weil wir jetzt nicht so viel Gesundheit haben. Schöner Laser. Läuft er nicht weg, Garb. Ima, ore ga kaigun to nakayoku suru gimu wa nai. Omae ni jigoku wo miseru. Wie aber seine eigenen Leute mit wegschleudert, ist auch schon. Okay, dann treffe ich nicht wirklich. Scheiße. Was macht er denn jetzt? Mann. Mehr gab. So. Kyono tokoro wa make toite yaru wa. Ore mo tachiba o ayabumeru ga itashikata nashi. Omae tachi o massatsu suru. Jigoku e ochite kunna. この俺の誇りにかけて、てめえらを叩き潰す。行くぞ。
こいつに本当はまん。敵の縄張りを占拠した。覚悟はいいか。これは痛み。さすがは七武海。その力、いつかは削らせてもらいやす。くそ。と捕まえて監獄にぶち込んでやる。Mal, ich komme später wieder. Finde das Smoker-Schiffswrack erreicht. Wo ist ein Smoker? Smoker, der ist ja hinten oder? Smoker hier vorne. Ah, ne, ist doch Flamingo. Ah, schon wieder dran vorbeigegangen. Ah, aber trotzdem noch getroffen. ねっ力ない任せろ続けいい加減にしねえかこれをこれ以上怒らせるな貴様の力を侮っていたようだ早すい。 Gut, dann mach ich mich mal. Oh, da hoch. Ich küsse keine, oder? Omae tachi wo massatsu suru. Otagai zenryoku no shoubu da. Inuku na yo.高速で弾かれた大気は超音波を突き抜ける。おめえの活躍歓迎するぜ。君いらねえな。そう、さらばだ。ブラックホール。グラビトン。猛攻。ショック。 絶対だ。この借りはいずれ返す。俺も立場を危ぶめるが、致し方なし。お前に地獄を見せる。いや、いて。 今週の俺を甘く見るんじゃねえ。エイスマイスにいる。見てよ。お前たち最終兵器。敵のロボ戦隊。ここに参上。マッドホーン。 手っ取り早く済ませよう。あ、どうも。あ、やばい、すげえ、ロースです。さらばだ。ブラックホール。グラビトン。ゴーコー。ショック。 Ist immer noch da. Verpackt. Koko de yarareru wake ni wa ikanen da yo. Nani o shiyou to ore no jiyu. Omae tachi o. So, das Original-Uhr gegen die Nachmacher. Wie sieht's aus? Bleibt die auch dauern? Oh,
Ein paar Gegnermassen. Black Hole Liberation Shock. これを止められるやつはいねえ。Ist Frankie drin? Okay. Pacifista PX0 あらゆるものを弾き飛ばす能力。俺はニキニキの身の肉球人間。まがいもんだらけのこの人のようで、あんたさんの強さだけは本物のようだ。仕方ねえ。塵を拭ってやるか。スラムデビだ。この地を俺が制圧した。まだまだ。俺たちの力はもっと見せてやれ。Oh, wir haben auch schon längst S-Rang, also ich könnte jetzt auch schon zu Whitebeard hochgehen. Glück gehabt, ich dachte schon, der fliegt mir jetzt voll weg. Hajik. Wow. Das ist ja der mega Special Angriff. Na dann auf zu Whitebeard. Whitebeard ist wahrlich kein schwacher Gegner. これが白ひげの力だ。覚悟しろ。So, Sarabada. Den kriegst du jetzt wieder. Black Hole! Gravito! DX Maximum Schock! Und er steht noch. Unfassbar. Scheiße. Scheiße.
So, das war's. Mit Whitebeard. Sibete katazuita yoda. Ja, da habt ihr die Fähigkeiten von dem 7 Samurai Bartholomäus Bär auch mal gesehen. Ja. Da bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu tun. Und zwar mit Ruffy gegen Shanks antreten. Das wird lustig werden. Da steht er. Oh Mann, das wird cool. Vor allem mit Shanks dann zu spielen, das wird noch besser. Speicher erstmal. Da bin ich Ruffy, mein einziger Charakter bisher, den ich auf Level 50 gebracht habe. Obwohl ich sein Leben immer noch nicht ganz so hoch habe und so. Das liegt vor allem daran, dass ich nochmal die Mission auf jeden Fall auf der Insel, wo Gecko Moria sein Unwesen getrieben hat. Diese müsste ich nochmal spielen, um ein paar Münzen von Ost zu kriegen. Ansonsten sieht es ja eigentlich relativ gut aus überall. Ja, wer die Hauptmission ja noch alle gar nicht, also die Story-Mission gar nicht gesehen hat, der sieht ja Ruffy jetzt auch zum ersten Mal in Einsatz. Ja. Der hat einiges drauf. Und vor allem auch von allen spielbaren Charakteren hier bisher auch mein Lieblingscharakter. Ist ja logisch, ist Ruffy. Ja, und ich finde, er hat es auch verdient, gegen den großen Piraten Shanks antreten zu dürfen. Und niemand sonst. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich das lohnt, jetzt in dieser Folge anzufangen. Aber ich glaube, ich mache es einfach. Solange wir noch Zeit haben, dann haben wir zwar einen mega Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Wenn wir es nicht schaffen, was ich vermuten werde. Er trinkt erstmal aus einer riesen Sake, schade. Ist okay. Kampfvorbereitung will ich nicht brauchen, oder? Nein. Okay, mal sehen, was das wird. Alter. Der fängt so an. Alter, der haut ja richtig rein. Ich hab Angst vor Shanks. So, Shanks. Weißt du, die Gumm-Gumm-Elefanten-Gantling? Yeah. Und da haben wir Shanks schon mal. Ich komme immer noch weiter auf Chopper ein. Ja, ja, mit Chopper, Mann. Ich
俺に勝ちたきゃそれなりの覚悟で挑むことだ。Also, ich würde einfach mal eine special lange Folge machen. Komm, kann man machen. Oder? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ich höre jetzt erstmal auf. Das große, der große Kampf zwischen Ruffy und Shanks. Darauf werde ich jetzt bis zur nächsten Folge warten müssen. Tut mir leid. Ich habe allerdings auch nicht unbegrenzt hier, sag ich mal, Übertragungsrate. Deswegen kann ich auch die Videos nicht allzu lange machen, sonst brauche ich Jahre zum Hochladen. Tut mir leid. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall hier weiter mit Ruffy gegen Shanks vorgehen und den epischen Kampf fortführen. Ja, einen kleinen Einblick hattet ihr jetzt schon und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder rein. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.